Hallo und willkommen zurück zum hoffentlich letzten Part hier. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Spiel noch geht, aber ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange. Ne? Gut, wir sind jetzt irgendwo hier angekommen und keine Ahnung, ich glaube, das war wieder geplant, dass wir gestorben sind und dann wieder woanders aufgetaucht sind. Wir sind eben halt Kenny, ne? Wir können's. So. Und hier ist alles ein bisschen sehr Schrott und ich glaube, wir sollten jetzt hier rennen. Ja, nehmen wir einen Laudanum, dann können wir, glaube ich, ein bisschen schneller gehen. Kommen wir hier raus, oder? Sieht gut aus. Mal sehen, wo wir rauskommen. Wetten, das ist jetzt Schluss. Brauche ich also nichts, also kann ich ruhig so zusammenschneiden dann. Na, mal sehen, ne? Das ist wahrscheinlich eine Katakomben oder so. Hohle Nadel. Ui. Okay. Geht das hier mit gleich? Yes. Nee, Memento. Hä? Was wurde da gerade eingetragen? Okay. Mal gucken, was jetzt passiert. Ob wir jetzt hier draußen sind oder nicht. Oh, anscheinend nicht. Das wird immer verrückter hier, die Map. Muss ich ja mal sagen. Aber gefällt mir. Und das scheint auch richtig lang zu sein. Das geht jetzt wahrscheinlich erst richtig los, dieses Spiel. Mal gucken. Ich sehe auch nichts. Ich habe kein Öl mehr, ne? Nee, doch, ein bisschen sogar noch. Ja, das ist Wasser. Ich weiß gar nicht, wo ich lang komme gerade, aber ich bin auch echt müde. Ich habe gar nicht gerechnet, dass es so eine lange Custom Story ist. Überhaupt nicht. Ach du Scheiße, jetzt geht's hier erstmal los mit einer Maschine reparieren. Ich glaub's nicht. Machine. Da muss einfach nur einen Hebel drücken. Nee, ich sehe schon, da muss ein Zahn. You got to be kidding without. Okay, gut. Das Ding ist abgebrochen, das lege ich jetzt irgendwo hin, wo es sicher ist. So. Ich lege das erstmal hier rein. So. Da ist es sicher, da werden wir es später gebrauchen. So, jetzt lese ich mir erstmal die Notiz hier drin. Für eine alien water pump, you need to act for cool. Catastrophic, okay. Also, wir müssen das Cooling System. Okay, gut. Das ist das hier wahrscheinlich. Und dann dürfen wir hier irgendwas machen. Oh. Gut. Das hier kommt alles erst später. Wir müssen erstmal Zahnräder suchen. Wo haben wir Zahnräder? Zumindest nicht hier. Gut, das können wir erstmal wegtun. Obwohl, ich brauche vielleicht das Licht noch. Ja, ich hab's geschafft irgendwie. Keine Ahnung. Ich hab's geschafft. Das Problem ist leider nur mit Cheaten. Und jetzt ist so ein Boiler explodiert. Diese ganze Maschinerie, die wir da vorhin hatten. Die ist in die Luft geflogen.
Leider konnte ich euch das nicht zeigen, weil ich da gerade was brauche. Ja. Tut mir leid, ich bin da leider nicht weitergekommen. Aber was ist das jetzt hier? Ist es jetzt ein Crash oder wie? There's too much water. I can't turn the lantern on anymore. Hm. Also diese eine Tür war ja auch von der anderen Seite zu sehen und ja, das ging jetzt auf einmal. Ich habe irgendwie zu einer anderen Position geswitcht sozusagen. Das Wasser ist zu hoch. Oh, scheiße. Ah ja. Jetzt muss ich rennen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Einfach nur noch rennen. Ja, super. Echt klasse. Absolut Weltklasse, ja. Das Ding ist schneller als ich, das ist das Problem. Da sind wir. Ach du Scheiße. Boah, renn einfach nur mal. Ja, toll. Raus aus diesem ganzen Wasserscheiß. Wieso ist so viel Wasser hier in der Kasse? Ich mag Wasser nicht. So. Yeah, raus aus Wasser. Gut, jetzt gehen wir hoch. Ich will jetzt hier noch raus aus der Map. Einfach nur mal raus. Ach, wie schön. Oh, finally, some peace. Boah, das ist diese schöne Musik. Wie jetzt passiert irgendwas Schlimmes, ne? I realize I didn't find anyone here. Where are we? This erosion must blew all the water pipe connections. Das glaube ich. I felt the strange feeling again in this dark place. I better be paying attention now. Gut, gehen wir erstmal die Treppen hoch. Wir gehen erstmal den fröhlichen Weg. Ich will jetzt hier Schluss haben. Das soll mal hier zu Ende sein. Ich will jetzt geht's erst noch richtig los mit der Custom Story. Ne? Da wird's ja richtig. Dann regt mich das. Jetzt sind hier wieder Türen. Ich glaub's nicht. Hat diese Custom Story überhaupt noch ein Ende? Ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal da rein. Aha. Sehr viel ist hier los. Gut. Abgeschlossen. Das sollte auch abgeschlossen bleiben, oder nicht? Dir da drin. Not good to go in there. Okay, wir sollten nicht in die Metalltür gehen. Heißt es. Daran werde ich mich dann auch halten, wenn es sein muss. Gut. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Das ist ja mal genial. Dear diary, my mommy locked the metal door with a key. Mommy never says where the key is. Mommy hide it somewhere. Okay. Vielleicht hinter einem anderen Bild. Oder hier. Das wäre jetzt ganz billig, wäre das jetzt hier versteckt, ne? Muss ich ja einfach mal sagen. Kiste. Mal gucken. Boah. Das gibt's nicht. Don't know how you open my
Cars. Maybe my husband helps you out. But don't go to the basement. One of the workers is locked out. He was hunted. So, ja. Okay, das ist gut. Also hinter den Büchern irgendwo. Gut, wo bist du denn? Ne, im Schlafzimmer hieß es ja, hinter den Büchern, ne? Genau, hier. Gut. Ach, hier kann ich sogar ein Buch rausnehmen. Mhm. Komm, Basement Key. Oh oh. Ach du Scheiße. Daniel. Wir sind jetzt hier unten. Und hier unten wird sehr spaßig. Vertraut mir. Hallo, Bücherregal, was umgekippt ist. Du bist echt nett. So. Ach du Scheiße. Ich wusste, dass irgendwas mit dieser Tür passiert, weil der so blutig davor war und Oh. Ja, da ist ein Viech. Gut, das Viech hat sich, also habe ich schon gefunden. Das ist ja auch schön. Ach du Kacke. Ich sag dazu gar nichts. Na, Viech? Ich bin nicht da. Boah, wie lange dauert die Story noch? Das regt mich ein bisschen auf, muss ich ehrlich sagen. Nimmt das noch ein Ende? Das will ich ganz viel wissen. Aber ich wiederhole mich sowieso gerade sehr oft. Ich glaube, ich werde auch gleich wieder eine Aufnahmepause machen. Also sobald ich wieder aus diesem ganzen Laden hier draußen bin, und dann spiele ich morgen weiter, weil es ist jetzt schon 0 Uhr und ich bin jetzt, glaube ich, wirklich schon knapp 2 Stunden hierbei. Und irgendwann habe ich auch genug. Konnte ja nie damit rechnen, dass es so lang ist. Es kommt mir so vor, als wäre es schon fast länger als White Knight. Und White Knight war 6 Parts. Und 6 Parts bei mir ist schon viel. Bei den Längen, die ich immer habe, ne? So. Hm. Wo geht's hier weiter? Lang. Der Blutspur folgen, das wäre doch... Little Safe Key, okay? What's that? Mhm. Ach ja, die haben ihn weggesperrt, natürlich. Muss ja auch sein, ne? Wieso ist die Musik jetzt eigentlich wieder so freundlich? Als wäre es hier schön. Ganz sicher, es ist hier nicht schön. Little from behind the painting. Okay. Ich verstehe, warum der Schlüssel jetzt so wichtig ist. Das Monster hockt jetzt wahrscheinlich irgendwo in der Wohnung rum, also ach ja, wir haben das freigelassen. Naja, was hat man tun, ne? Oh, Wunder. Hä? Okay, jetzt geht die Musik wieder an, okay. Gut. Sehr gut. Wow, ein Schlüssel für einen Schlüssel. The Storage Key. Natürlich, Lagerraum. Da gehen wir jetzt noch hin. Jetzt hat nämlich die Custom Story erst begonnen. Hab ich nämlich das Gefühl. Also gucken wir erstmal da oben, was hier oben los ist. Hier oben scheint ja auch noch einiges zu sein, ne? Hier ist auch wieder ein Schlüssel. Was ist das hier wieder? Ich will es nicht wissen. Ach, gehen wir rein.
Oh, das sieht schon groß aus. Oh, Keller. Keller ist unschön. Nope. Nein. Okay. Aha. Nope. Nee, N. I need to find a naval key. Das hier? Ah, Stowage. Natürlich ist das hier der Lagerraum. Okay, wir sind sogar schon ganz richtig hier. Im Lagerraum. So. Auha! Leiche, meine Güte. Hä? Ach, hier geht's weiter. Die Musik ist weg, das ist... Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Memento. This place wants me dead. Yep, I'm stuck here, so I need to find explosive to blow these rocks. Ach, natürlich. Mal gucken, was hier ist. Beginnen wir hier mit der Suche. Hier gibt's viel. Gut. Ach, jetzt geht das wieder los hier. Ich dachte, die Custom Story wird zu Ende, aber das nimmt gar kein Ende. Ich glaube, die wird länger als White Knight. Glaube ich. Flux Key. Oh. Oh, natürlich. Im Mann haben wir einen Flux Key. I can open the open door. Hä? Kann ich hier mit das? Nein. Die sind alle abgeschlossen, okay. Ne, dann gehen wir da lang. Da wird's ja genau, hier ist es offen. Ich glaube, das ist eh nur eine Fata Morgana und eigentlich ist jetzt gleich kommt was anderes. Mal gucken. Oh ja. Hier geht's wieder runter in den Abgrund. Ich glaube, das ist, ja, hier kommt gleich wieder sowas in der Art. Ich glaube, das ist nur so eine Traumwelt, wo wir gerade sind. Darum gucke ich auch nur auf den Boden. Hä? Was ist da hinten? Hä? Jetzt sind wir wieder hier, na toll. Natürlich. Wo kamen wir denn jetzt her? Das würde ich ganz gern wissen. Ne, hier kamen wir ganz sicher nicht her. Wir kamen wahrscheinlich hier irgendwo her. Irgendwo hier müssen wir doch hergekommen sein, ne? War das jetzt nochmal? Scheiße. Hier, ne? Ah, genau, hier, gut. Gut, dann markiere ich mir diese Tür als offen, dann als, ja. So, dann gucken wir hier mal rein. Ne, es ist abgeschlossen, okay. Dann nicht. Da kommen wir her, dann bla. Dann gehen wir hier lang. Mal. Wo landen wir hier? Im alten Schimmelland, oder? Abgeschlossen. Dicht. Gut. Da will ich eh nicht lang. So, ich will mal hier ein bisschen beeilen, weil ich möchte hier raus. Ich möchte hier Schluss haben gleich.
aber es wird eh noch. Oh. Explosive Liquid, das ist gut. Nur haben wir jetzt ein Problem mit dem Viech. Oh, oh, ich habe keine Videos gefunden hierbei. Das kommt hier bestimmt gleich hier. Ach du Scheiße. Na komm, geh weg. Ach, diese Monster können nicht weggehen. Sie können sich nicht entscheiden. Das ist doch zum Kotzen. Ich glaub's nicht einfach. So ist es weg. So, wir haben eine explosive Mischung. Das heißt, wir können jetzt wieder gehen. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben einen Schlüssel und mehr brauchen wir nicht. Wo kamen wir hier? Hier oder? Weiß ich doch nicht. Gut, ich werde gerade wieder ein bisschen wacher. Das ist gut. Denn ich glaube, die letzten zwei Parts habe ich wirklich kaum was gesagt. Und ja, da entschuldige ich mich auch hier in dem Fall für. Nur ist es schon ein bisschen spät und ich wollte eigentlich diese Kassen-Story zu Ende. Spielen! 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 Scheiße! Ach du Scheiße! Und da... Oh Gott, hier sind mehrere. Nein, ich bin... Was ist das hier? Saftladen. Jetzt hängt das auch noch, leckt das noch. Meine Güte, ey. Egal, wir sind am Spawn. Nee, das war geplant. Na, hier ist das Spawn, okay. Alles klar. Jetzt erstmal hier wieder den Weg freispringen, ne? Ne, was war hier nochmal? Ach ja, hier wieder dieser komische Raum. Ja, hier war nichts Besonderes. Gut, dann. Oh, oh, forgot. I forgot the fuse. Ui, das hat uns aber ganz schön zugesetzt. Naja, dann dafür gibt es ja Laudanum, ne? So, dann können wir hier wieder raus. Ne, bin ich der Meinung. Wir haben alles. Wir haben diesen komischen Schlüssel, von daher haben wir alles. Raus hier nur noch. Flux-Key. So, der Raum wäre erledigt. Ich bin froh. Jetzt gehen wir mal ganz oben. Gucken wir mal, was hier abgeht. Hier ist auch noch ein Raum und da vorne geht's auch. Ach du Scheiße, wie viele Wege gibt's hier eigentlich? Gut, wir gehen da rein, aber ich guck nur, was da ist und dann... Ja, das war der dritte Raum. Oh, hier gehen ja ganz viele Sachen kaputt. Gut, hier sehen wir uns im nächsten Teil wieder, ne? Ich mach mal hier Feierabend, ne? Für heute. Ich nehme morgen erst wieder auf oder so, ne? Also, bis zum nächsten Teil. Tschüss.